servus Leute! Ja, 1000 Abonnenten haben wir jetzt gleich erreicht. Jetzt sind wir aktuell bei 972. Ich mache das Abonnentenspezial jetzt schon, weil die 1000 haben wir gleich erreicht, so wie es ausschaut. Und als kleines Schmankerl gibt es heute eine Schleppervorstellung, und zwar von unserem Allgäuer A111. Der Schlepper ist Baujahr 1994. Quatsch! Der Schlepper ist Baujahr 1954. War der allererste Schlepper bei uns auf dem Hof, ist angeschafft worden durch den Urgroßvater, durch den Christoph Fischer. Der war lange Jahre abgemeldet, nicht mehr angemeldet, und ja, es könnte 2013 gewesen sein. Da haben wir ihn wieder in Betrieb genommen. Ja, da steht er. Angelassen wurde mit Kurbel oder mit Batterie. Batterie ist im Moment nicht drin. Und jetzt brauchen wir das jetzt umstellen von oben. Darum wird er mit Kurbel angelassen, und das macht der Vater. Steht wieder schon halb die Holz. Von vielen gewünschter Einzylinder-Sound. Mal gucken, ob er gleich kommt. Das ist ein Kaltstart. Ein Vortriebmodul. Wenn er schon mal zum Einsatz kommt, kann er gleich den Kipper in die Stoppeln überstellen. Der Schlepper ist ausgestattet mit einer Hydraulik, Dreipunktaufhängung. Letztes Jahr hing der Kreisel heuer dran, weil der KL 300 in Restauration war. Ein bisschen eingestaubt. Durch sind die Hackschnitzen. Ja, der hat einen Einzylindermotor mit 12 PS. Da haben wir das Kippenschild.
relativ leicht. Besonderheit bei dem Schlepper, Hinterradgewichte drauf. Wendegetriebe. Und Kraft ohne Ende. Der Wagen ist befüllt mit Reisig und Laub.
Batterie erzeugt seinen Strom vollkommen allein. Ganggetriebe mit Wendeschaltung, die sitzt hier unten, wird umgeschaltet auf Rückwärtsfahrt bzw. Vorwärtsfahrt. Die Handbremse in diesem Sinne gibt es nicht, das ist eine Fußbremse mit Raststellung. Hydraulik. Durch die Wespenteilchenbauweise besteht die Möglichkeit für Zwischenachsgeräteanbau. Wie gesagt, Hinterradgewichte sind montiert. Leistung ohne Ende. Trotz des kleinen Motors mit nur 12 PS. Und Ferdinand Porsche. Motor ist von Ferdinand Porsche. Ja, das ist der ganze Schlepper. Mähwerksanbau. Leider der Mähbalken existiert nicht mehr, ist nicht mehr vorhanden, der ist irgendwann einmal entsorgt worden. Der Antrieb selber ist noch vorhanden hier unten. Auch seitlich der Mähwerksbock hängt noch dran. Luftklappenverstellung für vorne. Nur ein Handgas vorhanden. Der Warnblinkschalter wurde nachgerüstet, den gab es hier noch nicht. Sonst hätten wir bei dem Schlepper kaum TÜV mehr gekriegt und hätten ihn nicht mehr zulassen können. Wie gesagt, fürs Baujahr 1954 schon eine Hydraulik verbaut. Zapfwelle mit 540 Touren. Höchstgeschwindigkeit 19,3 Stundenkilometer. Ja, früher habe ich mir sagen lassen, ist mit dem Schlepper auch einmal Bulldog-Rennen gefahren worden, haben die Bauern untereinander so kleine Schlepperrennen gemacht. Hat es wohl auch den einen oder anderen Reifen schon erwischt. Und auch die Achse. Ja, wie gesagt, das ist unser Allgäuer. Einfach einmal als kleine Vorstellung, als kleines Dankeschön an euch alle. 1000 Abonnenten, das ist echt der Wahnsinn, hätte ich im Dezember nie gedacht. Sage ich danke an euch alle. Auch noch einmal an den Sibbershusum, an den Stefan, dir auch noch einmal danke. Ich finde es echt klasse, was immer an Kommentare kommt, was immer dazu geschrieben wird. Also echt top, klasse, hätte ich nie gedacht. Ich wollte eigentlich ja 500 Abonnenten spezial machen. Das hat sich ja aber leider ein bisschen zerschlagen. Weil innerhalb von, naja, das war jetzt eine Woche, von 500 auf 1000 gesprungen. Durch den Stefan seinen kleinen Schubser da, sage ich einmal. Also das ist der Wahnsinn, hätte ich nie gedacht.
Ich habe noch gedacht, ach, ich habe bis zu der 500 ja noch ewig Zeit. Da kannst du schon mal was überlegen. Ja, und jetzt musste ich mir schnell mal was überlegen, dass ich die 1000 wenigstens dann pünktlich schaffe. Weil ich will meine Zuschauer schließlich nicht enttäuschen. Ihr bringt einem ja auch viel Vertrauen entgegen. Ich finde es echt klasse. Finde es super, was immer an Kommentaren drunter steht und dass ihr das Ganze so toll begleitet. Und darum wollte ich jetzt einfach mal hier Dankeschön sagen. Ja, ich hoffe, das kleine Spezial hat euch gefallen. Und ihr hattet ein wenig Freude am Sound vom Allgäuer. Und dann würde ich sagen, Servus bis zum nächsten Mal und auf die 2000. Ja, stopp. Das Video ist ja noch gar nicht fertig. Ich war so schön draußen beim Allgäuer und jetzt ist mir eingefallen, ich habe ja nur halbe Sache gemacht. Ich habe den Bulldog so schön vorgestellt, aber ich habe noch was. Das ist teilweise bei den meisten Landwirte, Bauern oder allgemein bei Schlepperbesitzern fast schon Seltenheit. Oft einmal nicht mehr vorhanden. Wir haben es aber tatsächlich noch für alle Schlepper, außer für den K15, weil der ja von jemand anderem auf dem Hof kam. Ich habe für sämtliche Schlepper noch die Originalrechnung. Hier. In diesem Fall, das ist ein Exemplar von 1954 und zwar, um es genau zu nehmen, vom 15. August 1954 ausgestellt auf meinen Opa, auf dem Fritz Fischer. Steht auch hier mit Beruf drin. Herrn Fritz Fischer, Landwirt, Burgheig Nummer 54. Damals waren wir noch Hausnummer 54. Ja, und was steht jetzt da? Rechnung. Ihre Bestellung vom 10. diesen Monats umgestellt auf einen neuen Schlepper A111. Wir lieferten Ihnen aufgrund unserer umstehenden allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen durch die Firma Hans Weiß Veitlam Ablager Bamberg. Und da steht's. Einmal Allgäuer Schlepper A111, Nummer 4143. Bereifung ist die 824. Serienmäßige Grundausrüstung mit Mindestlieferungsumfang. Hat einmal ein Mähwerk, einen hydraulischen Kraftheber, eine verstellbare Ackerschiene. Im Übrigen auch ein verstellbares Zugmaul hinten dran. Lässt sich auch Höhen verstellen. Und Belastungsgewichte hinten. Und hier haben wir sogar noch den Originalpreis für den Schlepper. Der hatte damals gekostet 6.300 D-Mark. Also für alle, die das nicht mehr kennen, die D-Mark war die frühere Währung hier. Und 6.300 D-Mark war damals verdammt viel Geld, vor allem zu der Zeit. Das ist kein Pappenstiel gewesen, hat man nicht einfach so gehabt, sondern da musste man ordentlich dafür sparen. Der Schlepper kam, wie gesagt, als allererster Schlepper bei uns hier auf dem Hof. Vorher ist immer gearbeitet worden mit Ochsengespannen. Wir haben die Leiterwege vor die Ochsen dranhängen gehabt, da ist Heu eingebracht worden, Stroh eingebracht worden. Oder auch die Feldbewirtschaftung ist mit den Ochsen erledigt worden. Und wie gesagt, 1954 kam dann dieser Schlepper auf den Hof mit Mähwerk, wie gesagt, und diese ganzen Anbaugeräte, Möglichkeiten dazu. Ja, wurde damals, wie gesagt, im Nachbarort über die Firma Hans Weiß bestellt. Der hat damals so eine Vertretung gehabt und hat alle möglichen Maschinen rangeschafft. Später ist auch eine Krame KL300 und auch der Krame K15 sind von dort her gewesen. Ich habe schon Krame an Export gefahren. Krame 350 Export. Der ist vorne Bäuerin oberhalb in Lindig. Auch der kam von dort. Also das war, wie gesagt, hier so die Vertretung für Schlepper. Ja, ausgeliefert worden ist der Schlepper über die Firma Treckerträger GmbH, Schlepperlandmaschinenanhänger. Wie gesagt, mit Sitz in Bamberg, in der Hallstatter Straße 168. Ja, und das ist eigentlich ein, ich sage mal, relativ seltenes Dokument, vor allem für das Alter. Ist es fast noch im Neuzustand, könnte man sagen. Ist doch ganz schön, sowas noch überhaupt zu besitzen und dann mal zu sehen, was es alles gekostet hat. Weil heutzutage, wenn man einen neumodischen Schlepper sieht, ich meine, die liegen dann auch mal schnell mit 120.000, 150.000 Euro. Und da sagt man heutzutage, naja, das ist viel Geld. Und damals waren halt 6.300 Mark sehr viel Geld.
Also es war wie gesagt nicht ohne. Musste man sich ja mühsam ersparen. War halt damals noch Mark. Da war das Geld, sag ich, immer noch mehr wert wie heute. Ist wirklich so. Ja. Also wie gesagt, der Schlepper, wie gesagt, war der allererste auf dem Hof. Ursprünglich angeschafft hat der Uropa, der Christoph Fischer. Und ja, drinnen stehen hier auf der Rechnung der Opa, der Fritz Fischer. Der ist, wie gesagt, seit 1954 hier auf dem Hof. War ganze Zeit lang da nicht mehr angemeldet. War abgemeldet, in der Halle gestanden, ist kaum noch benutzt worden. Und ich habe 2011 war das, mein Kramer KL300 wurde auf die Straße zugelassen. Und 2 Jahre später muss das gewesen sein, haben wir als Geburtstagsgeschenk für den Vater sein Allgäuer heimlich wieder zugelassen. Und ja, der hat sich damals richtig gefreut und deswegen habe ich ihm auch die Ehre gegönnt. Ist wie gesagt sein Schlepper, dass er ihn dann quasi so ein bisschen mit vorstellen darf. Da hat er sich auch richtig gefreut, denke ich einmal. Und einfach einmal so eine Probefahrt, eine Bewegungsfahrt mitmachen, ist auch was ganz Schönes. Wie gesagt, das ist ein Einzylinder Dieselmotor drauf, luftgekühlt von Porsche. Der Schlepper ist ein Porsche System, ist aber bei Allgäuer gebaut worden. Und wie gesagt, für sein Alter, er läuft noch 1A. Früher haben sie, wie gesagt, die Bauern ein wenig Bulldog-Rennen gemacht und da ist auch der Allgäuer mit unterwegs gewesen und da muss auch mal die Achse vorne rausgebrochen gewesen sein. Also da haben sie irgendwann mal eine neue Achse reingemacht. Also da ist schon, früher die Bauern haben sich natürlich auch gewusst zu bespaßen und ein wenig Action zu bereiten. Also von wegen hier Xbox oder Computer oder sonst was, sondern die haben halt dann nochmal mit den Schlepper richtige Rennen gefahren. Ja, was haben sie damals anders gehabt? Wenn ich überlege, der Opa, der hat den Wehrmachtsführerschein für die Motorräder gehabt. Der durfte das Gogo Mobil fahren, weil das vor der Kubikzahl noch funktioniert hat. Ein richtiges Auto durfte er ja gar nicht fahren. Sein Fahrzeug war zum Beispiel nur der Bulldog, der hat nur den Kramer gefahren. Und vorher halt den Allgäuer. Ja, was soll man da noch groß sagen? Ja, und wie gesagt, der Allgäuer für sein Alter, er läuft. Ist immer noch im Dienst. Letztes Jahr hat man ja, wie gesagt, vom Heuwender, vom Kreiselheuer hängen. Und man sieht ja, die 12 PS reichen auch aus, um den großen Kronikipper umzustellen. Ich meine, klar, wir haben keine Hydraulik dran, um den Kipper dann abzukippen. Aber den vollbeladenen Hänger, ich hatte mal vor Jahren ein Bild. Da haben wir 2009 Weizen gedroschen gehabt bei uns. Und da haben wir 2500 oder 2800 Büschel, ich müsste jetzt lügen, ich könnte es nicht genau sagen, haben wir Stroh gepresst, HD-Ballen, und die haben wir mit dem Kipper heimgefahren. Und wir hatten damals den IHC vor der Presse hängen und haben auf den Kronikipper aufgestochen gehabt und haben vor dem Kronikipper den Allgäuer laufen lassen gehabt. Der Kramer hat oft einmal das Problem, der ist vorne zu leicht und durch die Wespentalienbauweise vom Allgäuer, durch das, dass der so lang ist und der Motor ganz vorne sitzt, hat er unheimlich viel Gewicht auf der Vorderachse drauf. Der hat den Hänger wirklich, der war gestapelt, ich schätze mal 7 oder 8 Reihen über die Bordwand hinaus, spitz zulaufend oben hin, der war wirklich gut beladen. Ich meine, es ist Stroh ist jetzt nicht so schwer, aber der war richtig beladen. Und den hat er auf dem Feld gezogen, bis er voll war und hat ihn im Stottel geparkt. Und wir haben da Bilder gemacht gehabt, wo ich noch genau weiß, da haben wir Stützrad ein wenig abgesenkt gehabt und haben es aber wirklich über den Boden, dass uns die Leute geglaubt haben, du brauchst kein Stützrad für den Schlepper. Wir haben es dann auch komplett hoch. Es gab auch mal ein Video, aber leider ist es auf dem alten Computer gewesen und irgendwann einmal hatte ich Probleme mit der Festplatte. Ich habe weder die Bilder noch dieses Video noch, das ist schade eigentlich. Das war ein Dokument, also sowas zu sehen, das wäre wirklich einmal faszinierend. Ich glaube, das hätte euch auch gefallen. Ja, also in diesem Sinne, das war wie gesagt meine Schleppervorstellung vom Allgäuer. Das war mein 1000 Abonnenten Spezial. Eigentlich wollte ich bei 500 Abonnenten ja schon eins machen. Aber dank eines netten YouTube-Kollegen aus dem Norden Deutschlands, der ja eine richtige Landwirtschaft betreibt und nicht nur so wie ich hier noch den Nebenerwerb hat, hat sich das ein bisschen geändert. Bin ich über die 500 drüber geschossen, dann habe ich noch gesagt, naja, das 500er Spezial, das muss ich jetzt auf alle Fälle machen. Jetzt, wie gesagt, stehe ich kurz vor die 1000.
jetzt mache ich doch einmal was. Ich habe erst überlegt, ob ich ein doppeltes mache, aber das wäre dann doch ein wenig umfangreich. Darum hier einzeln. Und dann habt ihr wenigstens einmal den Allgäuer ja auch als Video gehabt. Ich habe mir jetzt gedacht, ich werde es so machen. Ich mache Schleppervorstellungen. Einmal zum 500er war eigentlich geplant, das heißt, es ist 1000er, 2000er, 5000er und bei 10.000. Muss ich mal sehen, vielleicht so in dem Dreh. Und ich habe mir gedacht, ich mache das gestaffelt eigentlich nach Alter. Ich werde allerdings wahrscheinlich den K15 überspringen beim nächsten Abonnentenspezial bei 2000, weil der steht im Moment noch zerlegt und ich weiß nicht, ob ich ihn bis dorthin zusammen habe. Also es kann jetzt natürlich sein, dass das Abonnentenspezial dann erst in 2 Jahren oder was kommt, wer weiß, die Zuschauerzahlen könnten stagnieren, aber so schnell wie es in letzter Zeit ging. Also wenn das so weitergeht, wie gesagt, vielen, vielen Dank an euch alle. Echt klasse. Vielen Dank an den Stefan und an alle Abonnenten, an alle, die zuschauen, an alle Kommentarschreiber. Echt klasse. Also ich bin wirklich begeistert. Vielen, vielen Dank an euch alle. Echt super. Wie gesagt, je nachdem, entweder kommt dann der K15, wenn er fertig ist, oder eben der KL300 und dann der IHC und der K15 dann nochmal am Schluss. Irgendwie die Reihenfolge werde ich schon hinkriegen. Beim K15 übrigens jetzt noch als kleinen Nachtrag. Mein Vater hat noch einmal mit dem Chef drüben, mit dem Herrn Dinkel gesprochen von der Schweißtechnik. Der hat jetzt gesagt, wir sollen nochmal den Block, den ganzen Block ausbauen, komplett zerlegen, leerräumen, die Köpfe leerräumen und die machen mal einen Versuch, die bringen das Zeug zum Glühen und schweißen es mal und versuchen wir mal ihr Glück, ob wir den Block nicht doch wieder dicht kriegen. Also jetzt heißt es hoffen, Daumen drücken, vielleicht klappt's. Ja, jetzt will ich euch da nicht mit nerven, weil wie gesagt, das war das Abonnentenspezial. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, wie gesagt. Ich sage noch einmal wirklich an alle, vielen, vielen, vielen Dank. Ich hätte es nie geglaubt, ich habe im Dezember angefangen mit den ersten Videos, wenn ich überlege, das allererste, der allererste Farmvlog, das war damals den Wegschieben mit dem Atlas. Da hat ja mein Bruder den Radlader gefahren und ich habe dazu gefilmt, das war das allererste Video. Das muss so um, naja, 10., 11. Dezember gewesen sein, ich muss nachgucken. Dann hat es ewig gedauert, dann hatte ich auch mal 2 Abonnenten, 3 Abonnenten, 4 Abonnenten. Jetzt, wenn ich überlege, jetzt haben wir heute den 7. April. Den 7. April und ich bin bei fast 1000 Abonnenten. Das hätte ich niemals gedacht, dass ich innerhalb von knapp 4 Monaten, so viele Abonnenten zusammenbringe. Also wirklich ganz groß Daumen hoch für euch alle. Super, vielen Dank, ich bin echt begeistert. Ich hoffe, meine Videos sind unterhaltsam. Ich hoffe, ich langweile euch nicht allzu sehr. Und ja, ich versuche natürlich, meine Videos weiterhin spannend zu gestalten und ein wenig umfangreich. Und klar, ich bringe jetzt nicht das ganze Zeug, aber ich versuche halt dann solche Sachen. Es kommt jetzt ein Video vom Mulchi von meiner neuen Wiese. Ich habe leider nur die vordere filmen können, weil die hintere war in Ordnung. Da habe ich nichts machen brauchen, aber das kommt auch noch. Oder dann einmal mit der Schleppe fahren oder mähen oder Heupressen oder sowas. Ich mache halt dann immer so Einzelvideos. Klar, was soll ich halt groß berichten? Ich sage, das ist halt Nebenerwerb, aber ich versuche es trotzdem immer und ich versuche immer auch möglichst gut zu erklären. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich, was ich hier labe. Ja, und dann wie gesagt, also ich sage nochmal vielen lieben Dank an alle. Macht weiter so. Danke, wirklich top. Und dann wünsche ich euch wirklich an alle hier, alle Abonnenten, alle Zuschauer, alles Gute. Servus, bis zum nächsten Mal.